Speichern, speichern, speichern. Sam, Briggs, hier Grimm. Da sind wir wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Wenn Sadiq diese Daten bekommt, ihr müsst ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Kümmere mich. Bewegung. Stehen bleiben! Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten, einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Leck mich! Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Zuerst den Ringfinger. Nein! 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 Du bist wirklich hartnäckig. Wo ist Fischer? Genau hinter dir. Und jetzt werde ich Geisel im War Room? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Festhalten! Ich war nie ein Freund subdermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden und ich lass ihn am Leben. Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geiseln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Oh Gott, bitte, helf mir! Was ist nur in dich gefahren? Der verblutet uns und stirbt? Gib mir die Aderpresse. Nimm lieber die andere Hand. Nein, nein, nein! Bitte, hört auf! Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Nein, ich gebe euch, was ihr wollt. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Dateien. Nein, tun Sie es nicht! Es tut mir so leid. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Fifth Freedom ausführen! Tut mir leid. Nein! Aua.
Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Oha. Vorsicht, da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Mhm. Ach, Sammy ist auch bei. Das ist ja schön. Oh oh. Keine gute Idee. Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Mhm. Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Ich hab jemanden getötet. Das ist ziemlich uncool. Ja. Bin okay. Hol dir Sadiq. Du verblutest hier. Hallo? Hat er den neben den Kopf geschossen? Sam. Ach du Scheiße. Scheiße. Grim, Briggs braucht einen Sanitäter. Ich folge Sadiq. Okay. Nein. Nein, das ist gerade erst der Anfang. Scheiße. Schön. Danke. Nutze die Schatten, um Sadiq von hinten anzugreifen. Ach du Scheiße. Mach dunkel. Auch schon, mein Freund. Hä? Wo seid ihr? Hättest weglaufen sollen. Wie ein Geist. Wo ist er hin? Ja, wo ist er hin? Fischer, hilfst du noch? Hab mal angeschossen, oder? Nimm die Waffe. Ach du Scheiße. Wo ist denn der hin? Spielt, glaube ich, jetzt ja keine Rolle, ob ich hier in Deckung kann. Ich in die Deckung gehen. Wir können jetzt maximal hier ganz langsam. Ach du Scheiße, da ist er ja wieder. Penner!
glaube ich, nicht richtig. Meinst du da mit Handgranaten, Kollege? Das ist ziemlich unfreundlich. Wo ist denn der hin? Wo steckst du? Nee. Das wird dann sonst zu uncool. Kann man den markieren? Alter! Das hat doch beim ersten Mal so gut funktioniert. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ja, nicht. Komm schon. Konzentrieren, wa? Komm mal darüber. Nicht so ohne weiteres, wa? Nee. Kumpel. So. Zielen. Aua. Oh, da war er noch zu sehen. Da war er noch kurz zu sehen. Wo sind wir denn? Da müssen wir hin. Wir müssen dann die E-Taste so dermaßen hämmern. Genau. Ich drück schon mal vor. Nee, wiederholt drücken. Ja, ich drücke. Zing. Es ist vorbei. Denkst du, das endet mit mir? 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben. Stell mich vor ein Gericht.
dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Ich habe längst gewonnen. Es gibt immer eine andere Option. Fifth Freedom ausführen! Standort F. Hä? Okay. Dann ging aus, wie ich in 5 Stück aus. Das kühlt. Haben wir keine. Ein bisschen Assault haben wir, wa? 2, ja. Und 2 Kills. Naja. Ey, wir sind noch unter der Zeit geblieben. 6 versteckte Wege gefunden, schön. Naja, haben wir doch ghostmäßig noch gut abgeschlossen. Und fortsetzen. Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team, was? Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Du bist der erste Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Ja, liebe Freunde, und damit haben wir Blacklist, Splinter Cell Blacklist abgeschlossen. Der Hammer, ein exzellentes Game, kann ich nur wieder sagen, nach Double Agent, was gesagt hat, und Conviction hatte nicht viel mit Splinter Cell zu tun, aber jetzt endlich mal wieder ein Splinter Cell Teil, der richtig, richtig geil ist und wo man sich halt auch noch aussuchen konnte, wie man spielen will. Für mich war natürlich klar, Ghost. Hallo. Heb ab, Sarah. Ich bin's. Dad, tut mir leid. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und Anna und... Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön, das zu hören. Ich hatte solche Angst, Dad. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Ed? Es ist vorbei. Kein Amerika-Staub? Oh, diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht. Dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Ja. Das weiß ich, Dad. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns, wenn du nach Hause kommst. Er kommt zurück.
Ich hoffe doch, dass er zurückkommt und dass es da nochmal ein Spiel geben wird. Also, wie gesagt, für mich wirklich ein sehr exzellentes Game. Sehr dynamisch. Das Ausschalten der Gegner, ich wackel schon wieder mit dem Tisch. Das Ausschalten der Gegner und die diversen Möglichkeiten durch ein Level durchzukommen. Wobei ich sicherlich nicht alle gesehen habe, aber ein paar versteckte Wege hat man schon gefunden. Sehr abwechslungsreiche Mission, naja, die Story an sich, ja, naja, böser Terrorist macht bum bum und ne, wir müssen hinterher. Brauchen wir nicht drüber reden, war halt auch immer so. Und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Was sollen sie sonst für ein Thema nehmen? Spielt für mich aber keine Rolle. Entscheidend ist, wie das Spiel denn an sich ist, wie es umgesetzt ist, und das haben sie wirklich sehr genial gemacht. Geile Grafik, einwandfrei. Also ich habe mir extra dafür noch eine neue Grafikkarte geholt. Also nicht nur extra wegen Splinter Cell, sondern halt wegen der folgenden Spiele, die jetzt noch so kommen werden. Aber war halt der Anstoß, mir eine neue zuzulegen. Vorher hatte ich die 6870 von ATI. Da konnte ich nicht auf Maximum stellen. Da fing es dann schon mit unter 30 FPS bei der Aufnahme und das geht natürlich nicht. Deswegen habe ich mir die 7970 GHz Edition geholt von ATI. Ja, und damit was sind wir bei 65% Auslastung. Und damit kannst du halt auch maximale Grafikqualität einstellen und dementsprechend auch fahren. Ja, also Grafik top, Sound, ja. Sound halt, ne? Also Musik ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen, wie zum Beispiel bei Call of Duty Modern Warfare. Da fällt die Musik eher auf. Das ist ja auch von Hans Zimmer. Also Musik, ja, Sound, Musik ist in Ordnung gewesen. Was ich sehr gut fand, ist, wie sie das mit dem Upgraden da gemacht haben. Auch wenn jetzt zum Schluss die letzten drei Missionen ich eigentlich gar nicht mehr so richtig upgraden brauchte. Jedenfalls für meinen Stil, den Ghost-Stil. Den Paladin war nett umgesetzt, auch da die Upgrade-Möglichkeiten. Ja, ein rundet Game, sag ich jetzt mal. Ja, nicht mal so Bugs waren eigentlich, naja, manchmal schon. Aber nicht großartig, dass man sagt, Gottes Willen, das ist ja unspielbar. Nee, war gut spielbar. Ja, von daher kann ich nur sagen, ich hoffe auf einen neuen Teil irgendwann. Weil ich denke mal, Ubisoft wird da auf jeden Fall nochmal was rausbringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, bedanke mich natürlich jetzt erstmal noch bei all meinen Zuschauern und den Kommentaren in den Videos, sofern welche vorhanden waren. Und freue mich auf das nächste Let's Play, und da wollen ja jetzt in nächster Zeit diverse kommen. Gut, okay. Ich lasse natürlich wie immer die Credits durchlaufen und verabschiede mich und freue mich, wenn ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei seid. Euer Sainty LP.
Schön, dass du auf den Beinen bist, Vic. Schön, auf den Beinen zu sein. Noch eine Woche im Krankenhaus und der Fraß hätte mich umgebracht. Waren sie da nett zu dir? Die Ärzte waren klasse, aber die Schwestern. Erinnerst du dich noch an den Elefanten, den du fast mal gekauft hättest? Natürlich, du redest ja dauernd davon. Sekunde mal, du hast einen Elefanten gekauft? Es ist sehr lange her. Ja, aber weißt du, was ich glaube? Dieser Elefant hat sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ich schwöre euch, dass der mir dort dreimal am Tag eine Spritze in den Arsch gejagt hat. Der Elefant hatte die Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen. Okay, das ist ein Argument. Leute, es tut gut, draußen zu sein. Bist du okay, Vic? Das letzte Mal ging es mir nach meiner zweiten Scheidung so gut. Nach 2 Monaten im Bett will ich endlich wieder arbeiten. Hast du ein Projekt im Auge? Oh ja, ein sehr wichtiges. Ich denke,